Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Update von meiner Kliniktasche und automatisch werde ich dann auch noch ein bisschen was zu der Geburt, wie sie so verlaufen ist, erklären, erzählen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, seit ungefähr 5 Wochen, ja, ist Julius auf der Welt, ziemlich genau seit 5 Wochen, denn ich drehe das Video auch einen Tag, bevor ihr das Video seht und da ist Julius, 5 Wochen alt. Ja, alles lief ein bisschen anders ab als geplant. Ihr habt es natürlich in meinem Kliniktaschenvideo gesehen, dass ich ein Mensch bin, die Planungssicherheit braucht und dementsprechend habe ich auch super viel in diese Tasche hineingepackt für verschiedene Eventualitäten. Auf die wahren Eventualitäten habe ich mich jetzt aber leider nicht so ganz vorbereiten können. Ich bin ungeschminkt, weil ich denke, dass das ein oder andere Tränchen hier fließen könnte. Es wird nicht alles ganz so super rosa-rot hier laufen, weil leider auch nicht alles super rosa-rot verlaufen ist. Ich werde versuchen, nicht allzu sehr ins Detail einzugehen. Zum einen möchte ich einfach nicht Leute irgendwie damit verletzen oder sonst irgendwas oder halt animieren, mir irgendwelche Kommentare zu schreiben, die mich zu sehr verletzen würden. Denn das habe ich im Vorfeld tatsächlich zuhauf bekommen, was dann auch letztendlich sogar ausschlaggebend dafür war, dass ich herausgefunden habe, dass ich schwanger gewesen bin. Aber letztendlich ist das tatsächlich nochmal eine ganz andere Geschichte, die ich auf eine andere Art und Weise nochmal erzählen werde. Okay, also zuallererst versuche ich einen Kontext in diesem Video zu haben und dafür habe ich mir die ganzen Bilder gescreenshottet, die ich euch auch eingeblendet habe, als ich das Kliniktaschenvideo gedreht habe. Und da werde ich dann einfach nochmal jetzt drauf eingehen und euch da ein bisschen was zu erzählen. Ich kann euch gegebenenfalls auch die Screenshots nochmal einblenden, denn die Originalbilder habe ich gar nicht behalten, glaube ich. Ich habe nur jetzt quasi die Screenshots aus meinem Video. Yay! Wir starten mit der Kategorie Beauty gibt mir Sicherheit. Das war tatsächlich etwas, was auch sehr stark kritisiert wurde, aber letztendlich mir auch Sicherheit gegeben hat, denn diese Sicherheit habe ich gebraucht. Denn letztendlich ist Julius leider nicht als spontan Geburt auf die Welt gekommen, sondern es gab leider einen Notkaiserschnitt, der gemacht werden musste, wo ich in Vollnarkose versetzt worden bin und er mir dann letztendlich aus dem Bauch herausgeschnitten worden ist, weil sein Puls zu niedrig geworden ist. Also das nennt man eine Notfallsektion nach einer Bradykardie und das war halt so unser Thema, was dann da gewesen ist. Ja, weswegen halt viele Dinge dann auch gar nicht benutzt werden konnten, eben weil es auf eine etwas andere Art und Weise bei mir abgelaufen ist, ne? Ja. Genau, natürlich habe ich meine Bürste verwendet, natürlich habe ich mein Haarband auch verwendet, natürlich habe ich meine Pflegeprodukte von Beautymates verwendet, weil ich einfach auch eine sehr schnelle Pflege gebraucht habe und mich da auch sehr drüber gefreut habe, dass ich so schlau war und jetzt nicht irgendwie eine, also für mich persönlich keine mega Batterie an Produkten mitgenommen habe, sondern halt wirklich die Sachen, wo ich mich drauf verlassen konnte. Was ich halt gemacht habe bei den Pflegeprodukten im Gesicht war halt viel entweder oder, also entweder habe ich halt mir die Creme von Beautymates, die Hyaluron Creme Boost habe ich mitgenommen, ne, aufgetragen oder eine Dalton Caviar Deluxe Ampulle, aber ich muss halt wirklich sagen, es hat mich animiert, von meinem Bett aufzustehen und ins Badezimmer zu gehen, um mich dort einfach frisch zu machen. Genau, und deswegen war das für mich persönlich super wichtig, dass ich diese Produkte mitgenommen habe. Und das war für mich wirklich eine kleine Therapie, denn ich hätte sonst wahrscheinlich nicht die Kraft gehabt, also ganz blöd gesprochen, ne? Also ich habe halt den Kaiserschnitt gehabt, ich musste halt auch erstmal wieder richtig in die Gänge kommen und laufen lernen, auf die Toilette gehen lernen und so, man kriegt ja einen Katheter und so. Ich habe vorher noch nie eine OP gehabt, deswegen war das alles für mich total weird und auch leicht traumatisch. Und deswegen, ja, habe ich mich gefreut, dass dann in dem Badezimmer meine Kosmetiktasche auf mich gewartet hat mit Produkten, die ich einfach gerne verwende und die mich haben fühlen lassen, als wäre etwas Normalität da. Ne? Ich habe mich gefreut, dass mein Freund auch mit dabei war und mit mir zusammen in dem Familienzimmer war. Ich habe mich gefreut, dass Julius auch mit uns im Familienzimmer schlafen konnte und er nicht jetzt irgendwie separat irgendwo sein Bettchen haben musste, weil das stand halt von Anfang an auch nicht unbedingt fest.
Naja, auf jeden Fall, ja, habe ich mich dann halt darauf gefreut und war sehr, sehr schnell auch wieder auf den Beinen und habe auch dafür sehr viel Lob bekommen. Und ja, das war ein Kampf, aber ich habe ihn überstanden. Ich war tatsächlich auch, weil wir relativ lange im Krankenhaus waren, dann auch ein-, zweimal duschen. Ne? Dementsprechend war es gut, dass ich auch etwas mitgenommen habe zum Duschen. Also sowohl diese Dove-Duschprodukte, die ich hatte, als auch hier dieses Cetaphil fürs Gesicht, super wichtig, weil ich natürlich auch geschwitzt habe und alles ein bisschen weird war. Auch, dass ich die Haarpflegeprodukte von Grow Gorgeous mit hatte, waren richtig gut. Übrigens habe ich nach wie vor jetzt auch in der Stillzeit richtig krasse Haare. Man sieht es jetzt nicht, aber ich habe euch das auf Instagram auch gezeigt. Da heiße ich übrigens Claudis Welt Unterstrich. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Die Produkte haben halt wirklich was bewirkt, ne? Auch wenn die Kooperation nur dann quasi einmalig war, verwende ich die ja natürlich weiter und ich bin da sehr, sehr zufrieden mit. Was ich nicht verwendet habe, war die Haarkur. Die habe ich zu Hause gelassen. Ja. Ach Mensch, es ist nicht leicht für mich, dieses Video zu drehen, aber ich hatte diesen Termin, dass ich gesagt habe, ich möchte heute dieses Video veröffentlichen. Aber ich habe es jetzt wirklich bis zum Ende hinausgezögert, dieses Video zu drehen, weil ich mich dann ja auch wieder so kopftechnisch und mental damit befassen muss. Ne? Das ist nämlich ja manchmal gar nicht so leicht. So, natürlich habe ich meine Zahnbürste verwendet. Was ich nicht verwendet habe, tatsächlich war Concealer und Mascara. Ja, einfach weil ich wirklich nirgendwo hingegangen bin. Also gut, ich bin einmal zu einer Untersuchung mit Julius gegangen. Ansonsten ist mein Freund immer mit ihm unterwegs gewesen, ne? Weil ich einfach nicht konnte. Also hätte ich eine Spontangeburt gehabt und keinen Kaiserschnitt, wäre ich ja mit Julius zu den Untersuchungen gegangen. Vielleicht wäre man auch mal ins Café gegangen oder so, ne? Aber so, ich konnte das Bett nicht wirklich verlassen und ja, habe halt einfach zugesehen, dass ich heile werde und ja, habe mich dann natürlich auch nicht geschminkt. Klar. Aber was gut war, dadurch, dass ich halt meine Hautpflege hatte, habe ich mich trotzdem gut und frisch gefühlt, ne? Und nicht super dahin gerotzt. Gut, die ersten ein, zwei Tage schon, weil das alles auch ein bisschen belastend war. Aber später, wir waren dann ja quasi von Freitag da bis Dienstag oder Mittwoch, ne, im Krankenhaus. Ja, habe ich mich echt, also durch die, dass ich halt meine Routine da hatte und dass ich meine Sachen mit hatte, habe ich mich wirklich besser gefühlt. So, ich habe tatsächlich auch die Augenpatches gemacht von Dalton, die Hydrogel-Patches. Ich habe nicht diese augenwärmende Maske gemacht von Steamy, nee. Ich habe meine Dalton Hydrogel-Gesichtsmaske gemacht. Ich habe die Isana-Melonen-Maske gemacht. Die Foreo-Gesichtsmaske habe ich nicht gemacht. Was mir aber tatsächlich immer wieder dann auch, wenn ich dann auf die Toilette gegangen bin, auch geholfen hat, ist tatsächlich, und das ist tatsächlich auch sogar der Sponsor von diesem Video heute, von Yepoda The Mist Have. Das ist halt so ein Lavendelmist, also ein Lavendelspray, was du als Toner verwenden kannst. Du kannst es zur Make-up-Fixierung verwenden. Du kannst es den ganzen Tag über mal wieder aufsprühen, einfach um so ein bisschen Frische ins Gesicht zu bekommen. Aber durch diese Lavendelgeschichte finde ich, also hatte ich auch das Gefühl, dass ich sowohl mich als auch Julius da mal ein Stück weit beruhigen konnte. Denn ich war natürlich so ein bisschen neben der Spur, ist klar, ne? Weil ich habe auch viel geweint und immer wenn ich halt so nochmal dann so drüber nachgedacht habe. Es war alles ein bisschen verwirrend für mich, es war alles ein bisschen viel, vor allem du bist plötzlich Mutter und so, ne? Dann kam mir das wirklich sehr beruhigend und sehr entspannt, dass ich dann, ja, sowohl dieser Lavendelduft als auch, dass ich mir überhaupt ein bisschen irgendwie Frische ins Gesicht gegeben habe, ne? Und das habe ich einfach gerne über den Tag gemacht. Gerade so die ersten Tage, wo ich halt auch wirklich nicht geduscht habe, sondern mir vielleicht einfach nur mal durchs Gesicht gewaschen habe oder mir halt einfach die Frische ins Gesicht gegeben habe, da hat mir das Spray wirklich gut geholfen. Also ich habe jetzt auch aktuell einen Code, Claudi Dezember, so nämlich. Der gibt 30% Rabatt und der Glow Hero ist auch noch tatsächlich für Ome mit dabei, wenn du einen gewissen Bestellwert erreichst. Das müssten 69 Euro sein. Und genau, ab 69 Euro bekommst du The Glow Hero im Wert von 39 Euro gratis dazu. Mega geiles Zeug, kann ich jetzt aktuell leider nicht verwenden, aufgrund von der Stillzeit halt, ne? Aber ich freue mich drauf, wenn ich den wieder verwenden kann. Der ist nämlich mit Bakuchiol, das ist ja dieses natürliche Retinol. Ist so schön verjüngend und so. Ich freue mich so richtig wieder drauf. Ist ein Serum. Kann ich sehr empfehlen. Schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch das soweit verlinkt. Claudi Dezember, 30% bei Yepoda und ab 69 Euro The Glow Hero für Ome mit dabei. Voll gut, oder? Ja, Yepoda ist K-Beauty.
sehr schöne Marke, sehr hautverträglich. Kein Tralafitti ist da drin, also du hast halt wirklich eine vegane, tierversuchsfreie Kosmetik, die ohne Parfümstoffe, ohne PEGs, ohne Rampampam ist. Also ich habe euch das mal eingeblendet. Ich bin gerade so ein bisschen woanders mit meiner Birne, ihr wisst Bescheid. Und jetzt gucken wir uns nochmal weiter die Fotos an. So, den Lippenpflegestift, den ich gerade auf den Lippen habe, hatte ich auch mit dabei. Ich hatte super trockene Lippen die ganze Zeit. Ja. Dementsprechend musste das auch mit. Das Öl, was ich mit hatte von Weleda, war auch super wichtig, weil, ja, nicht nur, weil ich einfach so ein bisschen meine Haut streicheln musste, sondern auch, weil ich irgendwie, es war alles so, ich musste auch wieder ein Gefühl, Gespür für meinen Körper wiederfinden, weil das natürlich alles auch ein bisschen verrückt war, dass ja, halt Baby raus und aufwachen und oh mein Gott, wo ist mein Kind, ne? Deswegen war das ganz schön, wenn ich mich dann halt einfach mal täglich ein, zwei Mal ins Badezimmer gestellt habe und meinen Bauch gestreichelt habe. Einfach so rein von der psychologischen Art und Weise war das halt wirklich eine sehr, sehr wichtige Sache für mich tatsächlich. Ja, Deo sowieso. Ich habe gestunken wie ein Iltis, meiner Meinung nach, auch wenn Schatzi gesagt hat, du stinkst nicht. Ich habe gefunden, dass ich gestunken habe. Deswegen habe ich halt ein bisschen Deo verwendet. Gerade die ersten ein, zwei Tage, wo ich nicht geduscht habe, war das sehr wichtig und auch nicht duschen durfte, wegen der Narbe halt, ne? Oder dem Schnitt vielmehr. Ja, dann hatte ich ja auch noch eine Body Cream mit von Embryoliss. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt verwendet habe. Ich glaube, für meine Arme, weil an die Beine habe ich mich noch nicht so ganz dran getraut, von der Bewegung her, von der Beweglichkeit, ne? Genau, aber hatte ich auf jeden Fall auch ein bisschen verwendet, meine ich, so von den Armen, wie gesagt, ne? Jo, das wären nämlich schon die Pflegeprodukte an und für sich gewesen und ja, da habe ich tatsächlich einiges von verwendet. Also hätte ich ehrlich gesagt auch nicht so unbedingt erwartet, gehofft schon irgendwie, dass ich die Zeit dafür finde, aber erwartet halt auch nicht unbedingt, ne? Dann gehen wir jetzt mal weiter zu der Mama-Pflege. Da hatten mich ja super viele auch verrückt gemacht, was jetzt so diese Einlageviecher anging, jetzt so von dieser Flexi-Hose oder von den ja, Wochenbetteinlagen, dass dann gesagt wurde, ah, die sind schon ziemlich kratzig, dann nimm mal deine eigene mit. Da hätte ich eher auf die hören sollen, die geschrieben haben, nimm dir dein eigenes Klopapier mit. Das hätte ich machen sollen, habe ich nicht gemacht, ne? Weil ich habe einfach das nicht gebraucht, also die Flexi-Hosen und hier Fixi-Hosen heißen die und auch diese Wochenbetteinlagen, die habe ich nicht gebraucht, weil die waren vom Krankenhaus echt astrein. Ja, und weil ich halt auch einfach einen Kaiserschnitt hatte und nicht unten eine normale Geburt hatte, hatte ich auch nicht das Bedürfnis, Happy Po zu benutzen oder diese Heilwolle oder sonst irgendwie, weil letztendlich war unten bei mir alles Tutti, ne? Also das, was ich halt hatte, war die Kaiserschnittnarbe und das war ja geklebt, also dementsprechend und von innen vernäht auch sehr weird. Aber mittlerweile ist es echt, also ich sehe es ja jetzt, wie es ist und es ist echt super, ne? Haben die echt klasse gemacht, vor allem, weil ich ja auch so viele Muttermale habe und das haben die echt astrein genäht, wirklich gut geworden. Ja, dementsprechend habe ich die Produkte nicht gebraucht, Stilleinlagen habe ich nicht gebraucht, also Julius hat direkt, nachdem ich aufgewacht bin und dann ja auch in den Kreißsaal wieder zu Schatzi und Julius hingeschoben wurde, ja, wurde er mir auch angelegt, der hat sofort richtig getrunken und das hat auch alles sofort von Anfang an funktioniert, aber ich brauchte keine Stillanlagen. Also jetzt mittlerweile brauche ich welche, aber zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus habe ich sie nicht gebraucht. Und auch wenn ich anfangs echt Schmerzen hatte und das Ganze auch wirklich sich in den ersten 1, 2, 3 Wochen böse dargestellt hat an meinen Brustwarzen, habe ich keine Stillhütchen verwendet, denn da wurde mir von abgeraten, sowohl von den Schwestern und Hebammen im Krankenhaus, als auch von meiner eigenen Hebamme hier zu Hause, die dann auch immer wieder natürlich kommt, ne? Einfach, weil das besser wohl sein soll und dann habe ich einfach durchgezogen. Also da, ich habe auch gesagt, komm, ich habe das mit der spontanen Geburt leider nicht hinbekommen, das ist total dumm eigentlich, weil ich kann da ja nichts für, ne? Das ist halt nicht gewesen. Dementsprechend möchte ich alles andere, was man auf natürliche Art und Weise machen kann, machen. Und das war natürlich das Stillen. Das war natürlich, dass ich das mit meinen eigenen Huppis machen wollte. Und ja, dementsprechend auch dann ohne Stillhütchen, ne?
Genau. Und ja, das war aber auch richtig so, weil wenn du Stillhütchen verwendest, müssen die Babys wohl halt auch deutlich kräftiger ziehen. Und wenn du dann halt wieder deine Brustwarzen verheilt hast und wieder versuchst, normal zu stillen, kann das sein, dass sie dann einfach zu sehr ziehen und das einfach zu weh tut, ne? Also dass es dann quasi kontraproduktiv wäre. Dementsprechend habe ich darauf verzichtet, habe das durchgezogen und bin da mittlerweile auch sehr glücklich drüber, denn jetzt funktioniert es halt alles einwandfrei. Mit dabei hatte ich ja auch von Melly die Brustwarzensalbe von Baby Dream oder Baby, nee, Baby Love, genau. Die habe ich in Anwendung. Die ist auch super, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte auch mit dabei so diese einmal Abschminkpads oder einmal Toneauftragepads, habe ich nicht gebraucht, weil ich habe tatsächlich ja mich nicht geschminkt und ich habe dann den Toner einfach aufgesprüht, also das The Mist Have, ne, von Hipoda, und dann mit den Fingern eingetapert. Das war irgendwie viel schöner, oder ich habe es einfach so an der Luft trocknen lassen. Das war auch mal ganz angenehm. Ja, genau. Also so viel dann zu den Sachen, was die Mami-Pflege anging. Was das Fresspaket anbelangt, habe ich doch tatsächlich einiges davon gegessen. Im Kreissaal selber nicht wirklich viel. Ich habe ja noch einen Strohhalm mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das in dem Video auch gezeigt habe. Der war wirklich Gold wert, muss ich wirklich sagen. Ja, also ne, ich habe ja wirklich meine Venen durchgeatmet. Und letztendlich habe ich ja diese Notfallsektion erst dann bekommen, oder die Notsektion bekommen, kurz bevor die Pressvenen kamen. Das heißt, ich habe alles mitgenommen. Ich habe die ganzen Venen veratmet, astrein, habe sehr viel Lob dafür gekriegt. Zwischen den Venen habe ich mich immer 1A mit den Hebammen und den Schwestern unterhalten oder den Hebammenschülern und den Schwesternschülern. Denn zu dem Zeitpunkt waren wir quasi so ziemlich die einzigen im Kreissaal. Da war noch eine nebenan, die innerhalb von einer halben Stunde ihr Kind rausgehauen hat. Und ich war ja über 24 Stunden in den Wehen. Yay! Und ja, das war frech, ne? Also die schrie einmal richtig laut wie am Spieß, das habe ich gehört. Und dann schrie auf einmal das Kind. Und dann gucke ich auch die Hebamme da an und ich sage, das kann jetzt nicht ihr Ernst sein, oder? Frech. Naja, ich habe auf jeden Fall durchgezogen und habe dann immer zwischen den Wehen mit den Leuten da gesprochen und die waren so nett, Leute, muss ich wirklich sagen. Dann nochmal Hut ab, ne? Also solltet ihr zuschauen, liebe Grüße an dieser Stelle, ihr seid richtig geil. Auf jeden Fall hatte ich ja ein Fresspaket mit. Der Strohhalm, richtig gut, ne? Also da habe ich dann noch immer schön was getrunken und Schatzi hat sich auch drum gekümmert. Den Saft habe ich tatsächlich nachher auf dem Zimmer getrunken und das tat auch ganz gut, einfach mal was anderes da zu haben. Vor allem dadurch, dass ich ja diese Narbe hatte oder den Schnitt hatte, hat vieles sehr wehgetan und auch Husten und so war ganz schlimm und ich hatte so ein Pappmaul zwischenzeitlich, ne? Da war das immer gut, wenn ich dann auch was am Tisch, am Bett hatte, weil Schatzi manchmal einfach auch geschlafen hat und nicht so schnell reagieren konnte, wie ich husten musste, da konnte ich mir dann eben schnell so einen Riegel aus meiner Schublade rausziehen und mir reinpfeifen oder so, ne? Ja, das war wirklich gut, das hatte ich halt wirklich dann auch da, aber ich habe weit nicht alles davon gegessen. Die Quetschis habe ich, glaube ich, alle gegessen, ja, aber halt nicht die ganzen Riegel, die habe ich jetzt so nach und nach halt auch beim Stillen zum Beispiel nachts mir reingepfiffen, ne? Genau. Ja, aber im Kreissaal, also das ein oder andere habe ich schon gegessen, weil es ja auch relativ lange gedauert hat bei mir, ne? Vor allem, weil Schatzi dann zwischenzeitlich sich halt auch irgendwie so ein Mittagessen gegessen hatte. Das hatte ich ihm organisiert, weil der war auch echt heftig drauf, ne? Also letztendlich war er 36 Stunden ja auch auf den Beinen und ich habe auch gesehen, wie der einfach fertig war. Und dann hatte ich am Samstagmittag dann auch mal gefragt, so hey, können wir vielleicht ein Gericht, ein Mittagessen hier hinbekommen oder so, weil der Mann braucht was zu essen, ne? Und ja, das hat dann auch funktioniert, weil das letzte, was wir gegessen hatten, war das Abendbrot und dann ab dem Zeitpunkt komplett durch, war ich ja nur am Wehen veratmen und hast du nicht gesehen, das war echt krass. Naja. Wie dem auch sei. Ich weiß, es ist alles ein bisschen chaotisch hier heute, ne? Aber es ist in meinem Kopf auch chaotisch. Ja, also so viel zum Fresspaket. Also im Kreissaal selber eher die Quetschis und vielleicht das ein oder andere Mal. Was ich gar nicht gebraucht habe, war das Dextro Energy, beziehungsweise das, nicht Dextro Energy, das ist ja quasi hier Traubenzucker, ne? Also mein Freund hat es, glaube ich, ein, zwei davon genommen. Ich selber, ich glaube, einen hatte ich wohl mal, als es wirklich drauf ankam, ne? Aber ansonsten war ich so voller Adrenalin und habe mich so eigentlich drauf gefreut, dass dann endlich die Presswehen kommen und endlich alles funktioniert. Ich habe sogar eine PDA mitgenommen, ne? Das ist echt krass. Ich habe mich auf alles vorbereitet und ja,
Und dann ist die Bradykardie gekommen, das Moped, was mich so auf die Palme gebracht hat letztendlich. Naja, dann kommen wir zu generelle wichtige Sachen. Was ich nicht gebraucht habe, waren die Kopfhörer, weil ich letztendlich mit meinem Freund zusammen auf dem Zimmer war. Und ja, ich habe dann halt meine YouTube-Videos und so geguckt. Das erste, wonach wir gefragt haben, war tatsächlich das WLAN-Passwort, läuft bei uns. Und ja, weil wir sind ja um 2:30 fing ja bei mir schon der Blasensprung gewesen am Freitag, ne? Und dann habe ich mich ja noch in Ruhe geduscht hier zu Hause und fertig gemacht. Und dann sind Schatzi und ich dann ins Krankenhaus gefahren. Ich glaube, wir waren so gegen 4:30 oder so im Krankenhaus, genau. Und dann ging die Party ab. Ja, haben dann erstmal so, also ich mich erstmal untersuchen lassen und so weiter. Und dann abends fing es dann, oder nachts fing es dann richtig an mit den Wehen erst. Genau, wir haben uns dann vorher schön entspannt eingerichtet im Zimmer. Ich habe tatsächlich noch ein Video geschnitten. Also das Trend Raider Unboxing vom Monat November ist ein Video, was ich einen Tag vor der Geburt gedreht habe oder quasi einen Tag vor dem Blasensprung gedreht habe und quasi in den Wehen geschnitten und veröffentlicht habe. Also quasi nicht veröffentlicht, sondern halt vorgeplant habe. Total crazy. Ich habe auch mit manchen Kooperationspartnern E-Mails ausgetauscht, während ich dann die Wehen hatte. Ja, das ist Claudi. Sagten die Hebammen und die Hebammenschülerinnen auch. Also irgendwie, ganz ehrlich, sowas haben wir noch nie erlebt, dass da jemand sitzt und arbeitet und den Laptop erstmal aufklappt, bevor man das Kind kriegt. Ne? Ja, herzlich willkommen in meiner Welt. Ich bin halt so. Brille habe ich definitiv gebraucht, weil manche Sachen musste ich mir durchlesen. Was zum Schreiben hab ich schon gebraucht. Doch, also mein Freund und ich haben auch was geschrieben. Wir haben nämlich nachher noch so Karten, so Dankekarten geschrieben für die Stationsschwestern und für die Damen halt im Kreissaal. Mega, mega liebe Leute. Klar, Stromkabel habe ich gebraucht. Schmutzwäschebeutel habe ich gebraucht, weil Schatzi zwischenzeitlich auch nochmal nach Hause gefahren ist, um dann da ein bisschen was umzutauschen, weil wir da ja letztendlich doch länger geblieben sind, als wir dachten. Ne? Kommen wir zur Kleidung. Da hat sich einiges noch verändert, weil kurz bevor ich dann den Blasensprung hatte, ich glaube ein oder zwei Tage vorher, habe ich es noch geschafft, die Still-BHs und auch die Still-Tops, die dann noch von Amazon kurzfristig geliefert wurden, zu waschen und auch mit in die Tasche reinzupacken. Und dementsprechend habe ich noch super viele T-Shirts und so aussortiert. Gott sei Dank, weil letztendlich bin ich nur im, also wirklich, ich hatte irgendwie am Ende nur meinen Bademantel an und immer irgendwie ein Still-BH oder Still-Top und dann halt untenrum irgendwas super Lockeres immer, weil ich jetzt ja halt diese Narbe da hatte, ne? Und da konnte ich echt nicht so viel anziehen. Und das war echt weird, also echt crazy. Ja, da habe ich irgendwie gefühlt immer die gleichen Sachen angehabt. Das war sehr crazy. Ich glaube immer irgendwie eine Schlafanzughose, weil die halt so locker saßen und halt auch so tief saßen, dass die nicht auf die Narbe kamen. Und halt Still-Top, Still-BH, weil ich einfach immer schneller meine Hupis dran musste und dann eben Bademantel drüber, fertig ist die Laube. Also viel anderes habe ich gar nicht angezogen. Ne? Also auch, ich habe keine Ahnung, also ja, Unterhosen. Warum habe ich Unterhosen mitgenommen? Habe ich gar nicht gebraucht, denn ich habe ja diese Fixierhosen und diese Wochenbetteinlagen aus dem Krankenhaus verwendet. Die hätte ich mir auch sparen können, aber gut, hat nicht viel Platz weggenommen. Was sinnvoll war, waren definitiv die Crocs, die Pantoffeln, die ich damit hatte. Und auch die Socken, ne? Denn kalte Füße hatte ich gefühlt die ganze Zeit. Ja, auch die Handtücher haben wir gebraucht, weil wir natürlich auch dann da entsprechend geduscht haben. Und ja, so viel zu den Kleidungssachen, die ich mit hatte. Was das Baby anging, ja, Julius hat eigentlich die ganze Zeit Kleidung bekommen aus dem Krankenhaus, was natürlich super praktisch war. Und am Ende hatten wir dann ein Outfit, was er natürlich angezogen bekommen hat, als wir nach Hause gefahren sind. Aber auch da, ne, also ich habe ja sowieso nicht wirklich viel davon mitgenommen. Er hat auch nicht viel gebraucht. Er hätte auch keine eigene Decke gebraucht. Ja, Mützchen technisch. Ja, er hat sein Mützchen auch aufgesetzt bekommen, wobei wir da eigentlich eins aus dem Krankenhaus mitbekommen haben. Das wussten wir aber auch nicht, weil da sind Omis, die extra irgendwie Mützchen für die Neugeborenen häkeln. So ein süßes Mützchen, was leider jetzt schon nicht mehr passt, ne? Und ja, aber er hat jetzt so im Krankenhaus selber kein Mützchen tragen müssen, weil er hat wirklich, wirklich viele Haare. Echt krass.
sehr süß. Klar, die Spucktücher hatte ich mit, die hätte ich aber auch nicht gebraucht. Die hatte ich eigentlich auch eher aus nostalgischen Gründen mit, weil ich da ja dann an meinen Opa gedacht habe. Wobei ich das sowieso die ganze Zeit musste. Und auch als wir dann in den OP gefahren wurden, geschoben worden sind, also wie es gut, ich, er war ja noch in meinem Bauch, habe ich die ganze Zeit nur die Augen geschlossen und an Opa gedacht und gehofft, dass er als Engel auf mich aufpasst, dass im OP nichts funktioniert. Nichts funktioniert, ach Quatsch, nichts Schlimmes passiert und dass alles halt gut funktioniert. Trotzdem, als ich dann in den OP reingefahren bin, mir wird auch gerade ganz schwindelig und als ich auch aufgewacht bin, ich hatte einen Megaschock, mir ging es ganz, ganz schlecht und ja. Hat aber irgendwie alles hingehauen, ne? Was wir gar nicht gebraucht haben, waren Schnuller. Das war halt noch ein bisschen früh. Julius hat halt relativ schnell halt auch normal getrunken. Das war easy peasy Sonnenschein, ne? Aber den haben wir jetzt so früh noch nicht gebraucht. Also Schnuller gibt man halt dann, wenn das Stillen halt astrein funktioniert. Weil ansonsten werden die Kinder halt irgendwie so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, sagten die Leute dort auch. Ja, und was das Outfit anging, was ich mir zurechtgelegt habe für die Geburt, das war natürlich auch Pustekuchen, nix, weil ich letztendlich dann OP-Kleidung anhatte. Das war natürlich ärgerlich, aber die Sachen habe ich dann halt doch trotzdem mir angezogen. Später, ne, also als ich dann, also später halt einfach als Nachthemd oder so konnte ich das anziehen. Aber habe ich natürlich nicht mein Kind in der Kleidung bekommen, die ich mir eigentlich so überlegt hatte, weil das dann doch alles etwas anders lief. Ja, ihr Lieben, das ist es jetzt hier tatsächlich gewesen mit meinem Kliniktaschen-Update und auch so ein kleiner Anriss vom Geburtsbericht. Wollte ich euch einfach nur mal so erzählt haben. Denkt auf jeden Fall an die Aktion von Jepoda, wenn ihr möchtet. Und vielleicht werde ich noch mal ein bisschen ausführlicher auf die Geburt eingehen. Aber ja, jetzt gerade erstmal nur so ein bisschen angerissen, aber ihr habt die Fakten schon mal bekommen. Und ja. Wichtig ist aber für euch, glaube ich, auch zu wissen, es geht jetzt allen gut. Julius geht's gut, mir geht's gut, alles wird gut und wir wachsen als Familie echt toll zusammen. Ja, das kann man nicht anders sagen. So, das war's jetzt hier von mir, ne? Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schwangerschaftsvideos. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!